ich check's nicht. Wie dann die Blitze ins Spiel gekommen sind, da war ich dann relativ weit weg von meiner Komfortzone. Und da haben dann eigentlich erst die Probleme angefangen. Mein Name ist Stefan Feutl, bin Fotograf, Sportfotograf. Ich lasse Sachen passieren und schaue dann, dass ich sie dokumentiere. Vor 6-7 Jahren habe ich das erste Mal gesehen mit dem Funkenregen, viel bei Porträts. Und ich habe aber immer über die Jahre so ein Bild im Kopf gehabt, wo ich gedacht habe, aber geil wäre es, wenn man das mit der Action verbindet. Stefano Fritelli. Tom ist ja Trail-Weltmeister. Also Tom ist so, da kannst du als Fotograf sagen, hey, der Spot gefällt mir und der Tom kann an dem Spot was machen. Ja, mit Stefan habe ich tatsächlich schon sehr, sehr viel Zeit verbracht und das ist jetzt eigentlich das erste Mal, wo quasi ein Shot im Vordergrund steht. Da oben kommt voll gut wer stehen, da werden die Funken einfliegen. Bei so einem Shot, wie es der Stefan jetzt geplant hat, geht es natürlich auch schon sehr, sehr viel darum, dass man die passende Location dafür hat. Da geht es natürlich um viele Faktoren. Einerseits muss für ihn, fürs Foto und dann auch für die Funken dementsprechend passen. Und aus meiner Sicht muss natürlich auch irgendwie die Action mit reinpassen. Es ist hin und wieder ganz gut, wenn man ein bisschen rausgeht aus seiner Komfortzone. Also der Stefan hat das Ganze mal kurz davor zu Hause ausprobiert mit den Funken und hat sich gleich mal ein Loch in seinen großen Zeh reingebrannt. Dementsprechend war ich so leicht angespannt bis nervös, bevor wir das hier wirklich zum ersten Mal probiert haben. Diese Löcher von innen ein bisschen mit Gaffertape ab und dann sollte es eigentlich so weit passen. Wir haben echt ziemlich viel experimentiert. Aber was dir vielleicht wirkt, so mehr, wenn quasi die Helligkeit vom Nebel weg ist. Dass das Licht richtig passt, dass der Blitz richtig passt, Action passt dazu, einfach auch das Timing von dem Shot. Dann ist der Blitz und schafft es nicht, dass er die komplett einfriert. Wird es nicht weniger werden, gell? Ja, Stefan ist gerade ein bisschen gestresst, weil eben so die Variante, wie er sie es zuerst vorgestellt hat, die funktioniert nicht so wirklich. Und jetzt sind wir gerade dabei, irgendwie eine Lösung zu finden. Also, probieren wir es neu bitte. Immer wieder und Nuancen verändern. Voll schön, wenn man dann sieht, dass aus dem Luftschloss, das man davor in seinem Kopf gebaut hat, dann Stein für Stein wirklich Realität wird.